Hi, ich bin Sophie Karbaum und ich bin eine der Online-Beraterinnen neben Nina Rosendahl. Und ich erkläre euch heute, für wen die Online-Beratung ist, was wir dort machen und wie das funktioniert. Online-Beratung ist ein neues Konzept. Das heißt, wir haben das alternativ zur Face-to-Face-Beratung eingerichtet. Das sind Kölner, die volljährig sind und sich in Wohnungsnot befinden. Das heißt also zum Beispiel Schimmel in der Wohnung haben, eine Kündigung erhalten haben, viel zu kleine Wohnungen haben, einfach keine neue Wohnung finden, das ist ja ein großes Problem in Köln, oder eben auch schon obdachlos oder wohnungslos sind. Keine Zeit haben, zu der offenen Sprechstunde zu kommen in Beratungsstellen, es einfach die Wege nicht schaffen oder auch einfach sagen, okay, ich will auch einfach mal nachts schreiben und mich erstmal einfach nur in den Raum hinein entlasten und am nächsten Tag schauen wir dann, was können wir denn tun? Wie können wir darauf antworten? Wie können wir reagieren? Also die Online-Beratung ist immer kostenfrei, immer anonym und wir stehen auf jeden Fall immer unter der Schweigepflicht. Das heißt, es muss sich niemand Sorgen machen, dass die Daten irgendwo hingelangen, dass die Geschichten irgendwo nach außen getragen werden. Das passiert auf gar keinen Fall. Und die Kontaktwege sind einmal per E-Mail, dann haben wir dieses Chatprogramm von der Diakonie Deutschland, das nutzen wir. Und dazu können wir eben auch, wir können da online telefonieren, wir können eine Videosprechstunde machen, wir können direkt chatten oder zeitversetzt Nachrichten schreiben. Die Leute schreiben uns zuerst einmal, entweder über unser Beratungsportal von der Diakonie Deutschland oder per E-Mail. Und wir schauen dann, worum geht's, was können wir tun, was brauchen wir noch für Infos von den Leuten, um passend beraten zu können. Und dann vermitteln wir oder können auch direkt zum Beispiel bei Jobcenter-Angelegenheiten helfen, indem die Leute uns eben Fotos von ihren Anträgen schicken. Das waren bisher 51 Personen. Gestern habe ich alleine 6 Anfragen beantwortet. Also der Bedarf ist einfach da, das sehen wir. Und die Menschen müssen uns nicht ihr Alter sagen, aber die Personen, die es getan haben, davon war die jüngste Person 19 und die älteste Person war 71. Ich merkte auch oft so eine große Verzweiflung, weil die Menschen einfach sonst Sorge haben, auf der Straße zu stehen oder wirklich auch schon obdachlos sind und gar nicht wissen, wo kann ich mich hinwenden, was kann ich tun, was sind meine nächsten Schritte. Das war ein kurzer Überblick über unsere Arbeit in der Online-Beratung. Und wenn ihr euch für die Themen interessiert, ihr findet uns auch über Facebook und Instagram auf beratung.wohnungsnot.köln.